Alarmiert worden sind wir um ca. 17 Uhr nach Leinfelden in die Schulstraße 22 zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand. Beim Eintreffen vor Ort habe ich als Erster festgestellt, dass Rauchentwicklung aus dem Dach ersichtlich ist und habe mit den ersten Kräften von innen und wie von außen kontrolliert das Dach geöffnet, um die ersten Maßnahmen einzuleiten. Bei der Erkundung haben wir dann festgestellt, dass es kein Dachstuhlbrand ist, sondern ein Dehnfugenbrand. Dann mussten wir die ganzen Attika-Bleche, die die beiden Häuser gegenseitig schützen, alle runtermachen und haben dann mit den Löschmaßnahmen begonnen. Gleichzeitig haben wir immer die Wohnungen innen drin kontrolliert, ob da eine Wärme an den Wänden feststellbar ist. Ja, wir haben mit zwei Einheiten gearbeitet, eine von der hinteren Seite und eine von der vorderen Seite mit der Drehleiter. Also Dehnfugenbrände sind deswegen langwierig, weil es sehr schlecht zum Hinkommen ist. Man kommt eigentlich nur von außen hin. Wir haben jetzt das Glück, dass wir eigentlich eine Dehnfuge haben, die nicht komplett mit Isolierung ausgefüllt ist, sondern nur ein Teil an einer Hausfassade angeklebt ist und die löschen wir gerade ab. Also wir haben jetzt im Endeffekt als Löschmittel Wasser mit Netzmittel und haben dann noch Löschlanzen im Einsatz, mit denen wir in die Tiefe ablöschen können. Die Herausforderung ist einfach das, dass man übers Dach arbeiten muss, sich erstmal Platz schaffen, also heißt Dach abdecken, dass man sauber stehen kann und dann halt behutsam vorgehen, immer in gesicherter Variante, dass keiner runterstürzt. Zurzeit ca. 50 Feuerwehrkräfte mit 11 Fahrzeugen. Die DRK-Bereitschaft ist vor Ort, ein RTW ist vor Ort und die Polizei mit 3 Streifenwegen. Also ich denke, die Löschmaßnahme wird sicher noch eine Stunde gehen, weil wir jetzt einfach mal viel Wasser einbringen müssen, dass es runtersickert bis ins Erdgeschoss. Wir haben Kontrollöffnungen gemacht im EG, dass wir von außen reingucken können. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es sich ergibt bei der Kontrolle. Wir haben keine verletzte Person. Beim Eintreffen war es schon so, dass die Polizei mit dem ersten Rettungswagen das Gebäude so weit geräumt hatte, dass wir im Endeffekt freien Zugang hatten.